Jetzt ist es perfekt. Der FC Bayern München und Real Madrid haben sich am heutigen Dienstag auf den Wechsel des kolumbianischen Nationalspielers James Rodriguez zum deutschen Rekordmeister geeinigt. Die beiden Clubs verständigten sich auf ein zweijähriges Leihgeschäft bis 30. Juni 2019 mit anschließender Kaufoption für den FC Bayern München. Der 25-jährige Mittelfeldspieler mit 6 Treffern Torschützenkönig der WM 2014 in Brasilien wird bereits zum Aufgebot des FC Bayern gehören, das am kommenden Sonntag zur 12-tägigen Audi Summer Tour nach China und Singapur aufbrechen wird. Ein Neuzugang auch bei den Bayern Frauen, Nationalspielerin Mandy Islacker, Torschützenkönigin der vergangenen beiden Bundesligaspielzeiten, unterschrieb an der Säbener Straße einen 3-Jahres-Vertrag. Die deutsche Nationalstürmerin, die zuletzt beim 1. FFC Frankfurt aktiv war, hatte bereits von 2007 bis 2010 das Bayern-Trikot getragen. Ja, ich freue mich natürlich sehr auf eine neue Herausforderung, ja, wieder um Titel spielen zu dürfen und auch in der Champions League spielen zu dürfen.